Es ist zwar erst September, aber bei dem Wetter im Moment gibt's doch nichts Schöneres, als mal gemütlich einen Film zu gucken. Oder 10. Ja, und ganz gemütlich im Dortmunder Schauspielhaus. Da findet nämlich heute das alljährliche XXS-Kurzfilmfestival statt. Das wird von den KUMAS oder zu Normaldeutsch den Kultur- und Eventmanagern der WAM Medienakademie organisiert. Es werden 10 Filme gezeigt und eine Jury entscheidet dann, welche ausgezeichnet werden. Die Jury, die besteht aus bekannten deutschen Schauspielern und Film- und Theaterexperten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, über einen Film kann ich mir noch selbst ein Urteil bilden, keine Panik, es gibt natürlich auch einen Publikumspreis. Außerdem wird noch ein Amnesty International Preis vergeben und es gibt einen Kreative Energiepreis des DEW 21. Und wir zwei, wir sorgen für Zusatzinfos, Interviews und Backstage-Impressionen. Viel Spaß! Das XXS Kurzfilmfestival ist offiziell nur einige Stunden lang, die Vorbereitungen laufen aber schon viel, viel länger. Die Kultur- und Eventmanager der WAM Medienakademie haben sich der Aufgabe angenommen, das XXS zu organisieren. Und bei uns im Café sind jetzt auch Laura und Julia. Hi. Morgen. Wie lange arbeitet ihr denn jetzt schon an der Organisation? Wie lange laufen die Vorbereitungen schon? Also wir haben ja direkt im ersten Semester damit angefangen mit den Vorbereitungen. Das war direkt dann im Oktober, November 2013. Und jetzt ist es September 2014. Also wirklich ein Jahr haben wir daran gearbeitet, dass heute der große Moment ist und wir wirklich da auf der Bühne stehen. Und was musste bei den Vorbereitungen besonders beachtet werden? Gab es da irgendwelche großen Hindernisse? Ja, natürlich müssen am Anfang immer die Sponsoren alle akquiriert werden. Das heißt, die Gelder sind natürlich wichtig, damit wir das überhaupt machen können. Das war für uns das erste größere Hindernis so. Ja, zwischendurch passieren immer Sachen, die nicht wirklich geplant sind, die man dann auch überwinden muss. Aber alles in allem kann ich sagen, dass wir das ganz gut gemacht haben. Und ja, ich bin froh, dass es heute hoffentlich gut funktionieren wird alles. Was war denn für euch eine dieser ungeplanten Schwierigkeiten, womit man überhaupt nicht gerechnet hat? Ja, eine Sache war, dass die Zeiten falsch im Vertrag standen und angegeben wurde, dass es um 18 Uhr wirklich Einlass ist und um 19 Uhr beginnen. Da mussten wir nochmal echt mit dem Theater verhandeln, damit wir um 20 Uhr das machen können, weil wir auch alle schon gedruckt hatten und so. Und das war dann ein super Problem, wenn die das dann wirklich verschoben hätten. Aber das haben wir dann zum Glück abwenden können. Ja. Ja. Eigentlich war das so das Größte. Bisher haben wir das eigentlich direkt von Anfang an richtig gut gemacht und sind eigentlich ziemlich weit gekommen, haben viele Filmeinreichungen bekommen und haben die auch alle gut durchgeschaut, ne? Und dann jetzt am Ende war das halt eigentlich das Größte und dann hat die Michaela aus unserem Kurs leider auch noch ihren Laptop verloren, wo viele Plakatvorlagen drauf waren, die wir dann eigentlich einen Tag später drucken wollten. Gott sei Dank hat ihn jemand gefunden und zurückgebracht. Das war auch ziemlich nervenaufreibend für uns. Ja, aber sonst war eigentlich das größte Problem wirklich das mit der Zeit, was die Julia gerade schon gesagt hat. War es denn leicht, die ganzen Aufgaben unter dem Kurs zu verteilen oder gab es da irgendwelche Punkte, die niemand übernehmen wollte? Natürlich gibt es immer irgendwelche Punkte, die niemand übernehmen möchte. Also zumal wir sind ja auch bis auf den Timo eigentlich ein reiner Mädchenkurs. Und dann beim Thema Technik haben natürlich alle direkt versucht, das irgendwie von sich abzuwälzen und dem Timo in die Schuhe zu schieben, dass der das vielleicht ein bisschen macht oder auch die Marina, die war ganz gut mit der Technik. Also eigentlich konnten wir am Anfang alles relativ gut verteilen. Im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, dass manche Aufgaben ein bisschen umfangreicher waren als andere und da die Teams nochmal ein bisschen neu verteilt werden mussten. Aber sonst lief eigentlich alles reibungslos. Also man merkt schon ganz eindeutig, sie sind 1A vorbereitet und eigentlich kann heute Abend auch gar nichts mehr schiefgehen. Deshalb lassen wir sie jetzt auch gleich wieder losziehen, um noch die letzten Vorbereitungen zu treffen und freuen uns auf heute Abend. Wir haben ja schon gesagt, es gibt einen Amnesty International Preis und bei uns ist jetzt Larissa von Amnesty International. Larissa, stell dich doch mal kurz vor, bitte. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Larissa Probst. Ich habe hier an der Werbe- und Medienakademie in Dortmund meinen Abschluss vor einigen, vielen Jahren gemacht und freue mich jetzt, dass ich hier für Amnesty International sein darf und im Namen der Stiftung Menschenrechte hier einen Menschenrechtsfilmpreis verleihen darf. Und genau, was mache ich bei Amnesty? Ich bin seit jetzt 6 Jahren im Vorstand. Wie kam es denn dazu, dass dieser Preis ins Leben gerufen wurde und vor allem warum? Also warum ist vielleicht die wichtigste Frage. Wir wollen natürlich Filmemacher unterstützen, die sich menschenrechtlichen Themen widmen sozusagen. Das sind ja meist nicht unbedingt Themen, wo man sich von Anfang an denkt, okay, das wird jetzt ein Kassenschlager oder sowas, sondern das sind meist schwierige Themen, meist auch Themen, wo man schwierig Sponsoren findet, womöglich auch schwieriger Drehgenehmigungen bekommt, wo man einige Risiken womöglich auch eingehen muss und wo man auch einfach filmerisch vielleicht auch nochmal deutlich sensibler vorgehen muss, als womöglich bei einem Actionfilm oder sowas.
Ja, und wie ist es zustande gekommen? Meine Verbindung zu dem XXS ist sehr intensiv, weil ich zu dem ersten Jahrgang gehört habe, der den mitorganisiert hat. Und ja, dann war 50 Jahre Amnesty, also ein Jubiläum, wo wir uns gedacht haben, das ist eigentlich eine super Gelegenheit, auch einen Menschenrechtsfilmpreis mit zu initiieren. Und nach welchen Kriterien wird dann der Gewinnerfilm ausgesucht? Also insbesondere in diesem Jahr war es extrem schwierig, da sozusagen die Kriterien sehr stark anzulegen, weil die Formate sehr unterschiedlich waren, also von einer Komödie bis hin zu sehr, sehr traurigen Filmen. Für uns sind die Kriterien hauptsächlich sozusagen die Botschaft nach außen, also im Sinne von, was können wir für Menschenrechte tun, dass diese Botschaft bei dem Publikum zustande kommt, dass diese Botschaft ankommt und wir dadurch auch mobilisieren können. Vielen Dank, Larissa, für deine Antworten und die ganzen Erklärungen. Wir freuen uns jetzt auf heute Abend und sind gespannt, welcher Film diesen Preis abräumen wird. Die vierköpfige Jury ist natürlich auch in diesem Jahr wieder prominent besetzt und vor wenigen Minuten sind sie hier in der WAM eingetroffen, um sich jetzt die Filme anzuschauen und ihr Urteil zu fällen. Ja, weißt du denn, wo die gerade sind? So genau eigentlich nicht. Dann machen wir uns doch einfach mal auf die Suche und stellen denen ein paar Fragen. So, ich bin jetzt auf der Suche nach den Jurymitgliedern und wir sehen hier schon das wunderbar leckere Essen stehen mit einem schönen Dessert aus Erdbeeren und Schokopudding und Wraps und Tomaten und kleinen Brötchen und ich habe Hunger. Jetzt sind wir hier in dem Gang und da vorne sehen wir unsere Moderatoren des heutigen Abends, die das XXS-Team, das hier noch wild telefoniert. Und hier ist der Raum, in dem alles vorbereitet wird. Häppchen, Schnittchen, die Jury und die späteren Filme werden hier gezeigt. So, Tanja ist jetzt auch bei mir und wir gucken jetzt mal, welches Jurymitglied wir als erstes befragen. Was erwartet ihr euch denn von den Filmen? Also ich habe die Filme schon gesehen und die Erwartung war weniger groß als die Qualität, die haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine persönliche Entscheidung ist da nicht leicht. Also bei mir zählt auf jeden Fall der erste Eindruck und der Plot natürlich der Geschichte, ne? Also schöne Bilder ist jetzt, glaube ich, technisch weniger ein Problem, als eine schöne Geschichte zu erzählen oder auch was Verrücktes, experimentell, independent-mäßig, wie auch immer das gestaltet sein mag. Also es muss mich schon überraschen, sagen wir so. Naja, ich hab sie auch gesehen, die drei Filme, und gibt schon so drei Favoriten. Bin mal gespannt, was die drei Meteororen dazu sagen werden gleich. Nee, was ich erwartet habe, wirklich was Experimentelles, was sozusagen eine Filmsprache anbelangt, auch den Versuch einer jüngeren Generation von Filmemachern inhaltlich etwas zu formulieren, was man selber vielleicht nicht unbedingt von Kurzfilmen oder von Filmen erwartet. Und ja, da ist so Spreu dabei und Weizen. Ich finde, ein guter Kurzfilm wäre eigentlich ein Spielfilm wirklich in kurz. Das heißt eigentlich, ich fände es großartig, wenn ich den Eindruck habe, ich bin eigentlich für 90 Minuten unterhalten und genieße aber das sozusagen in der Kondensation, in der Kürze. So. Das ist genau das Stichwort. Da gibt es einen Film von diesen 10, Phallomania, ne? Ich müsste jetzt nachgucken. Mit der Kollegin Frier und dem Tatortmann da. Und das hat zum Beispiel die Qualität. Das ist kurz und knackig und mit einer witzig und eine wahnsinnige Geschichte verpackt, aber in wenigen Minuten. Und das ist vielleicht dann auch die Kunst. Oder der Mut, der dahinter steckt, sich einfach zu trauen, mit wenigen Worten auch ganz viel zu erzählen. Also man braucht da keine langatmige Geschichte und einen Roman. Also das ist meine Meinung. Kurz und knackig. Bei uns ist jetzt Miloš Vuković und wir haben jetzt ein paar Fragen an dich. Und zwar, weißt du schon, was dich für Filme heute Abend erwarten? Absolut. Ich habe alle gesehen. Ja. Ich habe mir alle vorher angeschaut. Ja, ich habe auch schon meine Top 3 zusammen so. Aber ich bin gespannt, wenn wir das heute mal zusammen gucken und mal zusammen alles besprechen. Ob es ja irgendwas ändern wird, weiß ich noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall, ich hab mir die angeschaut und ich bin, war sehr froh, gute Filme zu sehen. Also es waren auf jeden Fall gute Filme dabei und freue mich auf den Tag heute. Was wäre denn für dich ein absolutes No-Go bei einem Kurzfilm und was muss er aber im Gegensatz dazu unbedingt haben? No-Go bei einem Kurzfilm, was muss er haben? Das kann man, glaube ich, gar nicht so direkt so sagen. Irgendwie,
was muss er haben? Also natürlich, die Geschichte irgendwie muss natürlich packen. Also ich muss einfach von vornherein irgendwie einen Zugang zu den Figuren haben. Und am Ende des Tages geht es darum, dass man irgendwie gerne zuschaut. Und das ist eigentlich das, was er haben muss, finde ich. Und No-Go weiß ich gar nicht. Also ich will das gar nicht so betiteln, weil es ist auch jetzt bei der Geschichte jetzt hier, haben mich auch Filme überrascht, wo ich erst davon dachte, so okay, die ersten Sekunden, mal gucken, wie das wird. Und nachher am Ende war ich total überzeugt. Also von daher, ich will da gar nicht so voreingenommen sein. Bei uns ist jetzt Markus Majowski, das letzte Jurymitglied, das wir noch nicht befragt haben. Also stellen wir doch mal ein paar Fragen. Markus, hast du schon alle Filme gesehen? Nein, ich habe es nicht geschafft, alle DVDs zu durchforsten, die ich zur Verfügung hatte. Habe mir aber was rausgesucht und ergänze das jetzt einfach so ein bisschen. Hast du denn sehr hohe Erwartungen jetzt an die ganzen Kurzfilme? Ich habe mir grundsätzlich angewöhnt, meine Erwartungshaltung auf null runterzuschrauben, bei fast allen Sachen. Auch das gelingt mir nicht immer. Na, um die Frage zu beantworten, ich bin gespannt, inwiefern die anderen Filme, die ich noch nicht kenne, genauso gut die Themen treffen. Das sind dann Sachen, die man umsetzt. Wie ist es fotografiert? Wie sind die Dialoge? Welche große Zurückhaltung wird in den Filmen gezeigt, dass es nicht aufdringlich ist? Das hat mir schon bei den Filmen, die ich gesehen habe, sehr gut gefallen, diese Mischung. Was ist denn für dich bei einem Kurzfilm ganz, ganz wichtig? Was muss er unbedingt haben? Also die Ästhetik der Bilder darf mich nicht überfrachten. Ich habe mir viele Filme, die ich mag, auch mal stumm angeguckt. Einige, die ich mag, sehr stumm angeguckt. Das heißt, allein durch das, was passiert, kann ich mir ein Bild davon machen, was gemeint ist. Und die Zeit kann so vergehen, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen längeren Film geguckt. Weil das Thema so auf den Punkt gebracht wurde, mich so aufgeregt hat vielleicht sogar. Vielleicht darf ein Film mich auch ärgern. Das ist okay. Dann kriegt er trotzdem von mir eine Anerkennung. Aber was würde denn zu viel ärgern? Also was wäre so ein totales No-Go? Was willst du überhaupt nicht sehen? Also wenn ein schlecht fotografierter Film dann auch noch irgendwie irgendwelchen Nischen und Randgruppen, die in Richtung Diskriminierung gehen, Tor und Türen öffnet, weil es eben unachtsam gemacht wurde. Manchmal ist diese Gratwanderung, wenn man etwas unreflektiert filmt und hat zum Beispiel Gewalt in einem Film oder Rollenklischees, dass man nicht genau weiß, was will der Filmemacher mir damit sagen. Das mag ich nicht so gerne, wenn so genreübergreifend Gewalt und Rassenhass, Gewalt gegen Frauen und was auch immer gezeigt wird und du weißt nicht genau. Wenn ich das nicht verstehe, dann mag ich es auch nicht sehen. So, die Kriterien der Jury kennen wir jetzt und dann lassen wir die erstmal in Ruhe und lassen die schön ihr Essen essen, was sie sich verdient haben und was wir hoffentlich auch abkriegen. Neue Location, neues Outfit. Wir haben uns in Schale geschmissen und warten jetzt hier vorm Dortmunder Schauspielhaus auf die ersten Besucher. Und bevor die jetzt gleich hier eintreffen, werden wir nochmal einen Blick hinter die Kulissen werfen, was so kurz vor der Veranstaltung noch alles zu tun ist. Ich befinde mich jetzt hier im Foyer des Dortmunder Schauspielhauses und natürlich sind die ganzen Besucher auch nicht mehr weit. Die Vorbereitungen laufen hier aber noch auf Hochtouren, es gibt noch einiges zu besprechen. Aber was ich schon entdeckt habe, das wird heute Abend mit Sicherheit viele freuen, das sind die ganzen Giveaway-Päckchen, die heute Abend jeder abstauben kann. Und ich will mal spickeln, was da so alles drin ist. Ihr seht, die sind super süß eingepackt. Das war alles Handarbeit von den Kumas, deswegen möchte ich es jetzt nicht aufreißen und habe mir hinter den Kulissen noch eins geklaut, was noch nicht zugeschnürt ist. Und wir wollen mal spickeln, was da so alles drin ist. Halt mal kurz. Mit zwei Händen geht das einfach leichter. Wir haben einen Gutschein vom Dortmunder U. Gibt es auch jede Menge zum Lesen hinten drauf, was genau das ist. Es gibt super Nervennahrung. So ein Gummibärchen kann ja nie schaden und wer weiß, was heute Abend noch so alles passiert. Dann wird richtig praktisch ein schöner XXS-Kugelschreiber, der passt in jede Handtasche rein. Und, was mit Sicherheit auch jede Menge Besucher freuen wird, das XXS-Feuerzeug, das extra für dieses Jahr gedruckt wurde. Die Generalprobe unserer zwei Moderatoren Lukas und Konstantin ist jetzt vorbei und Tanja ist jetzt auf dem Weg, um den beiden ein paar Fragen zu stellen. Direkt hinter der Bühne habe ich die beiden jetzt auch endlich gefunden. Unsere zwei Moderatoren noch kurz vor dem Umziehen, ich habe sie mir nochmal gekrallt.
ihr werdet gleich durch den Abend führen. Lukas, freut ihr euch denn schon? Nee, überhaupt nicht. Es wird eine Riesennummer. Der Saal ist klasse. Wir sind ja gerade auch vor 10, 15 Minuten zum ersten Mal hier reinmarschiert. Und es wirkt zwar auf den ersten Blick immer etwas kleiner verglichen mit den Aufnahmen, die man so aus den Vorjahren kennt, aber eigentlich ist das immer was Schönes, weil es so eine wahnsinnig gemütliche Atmosphäre hat und das hilft auch immer ein bisschen eher, um mit dem Publikum auch eine richtige Verbindung und Beziehung aufzubauen. Ihr wisst ja jetzt schon, was heute Abend so alles passieren wird. Habt ihr da schon so ein ganz besonderes Highlight im Programm? Das kann man so gar nicht sagen. Wir haben so ein paar Sachen vorbereitet, wo wir glauben, dass die ganz lustig oder humoristisch werden könnten. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Und wie gesagt, die ganze Veranstaltung wird super. Da bin ich fest von überzeugt. So, wie ist es denn? Kennt ihr die Filme von heute Abend schon? Ja, wir durften uns das Ganze vorher anschauen. Die Vorauswahl ist gut, ziemlich abwechslungsreich. Also ich glaube, wer hier hinkommt, der findet auf jeden Fall was, was seinem Geschmack irgendwo entspricht. Man hat natürlich so seine Favoriten, aber die Frage ist natürlich immer, was gefällt der Jury am besten? Die sehen das natürlich immer mit den Augen von Filmschaffenden. Interessant wird natürlich auch der Publikumspreis. Da bin ich sehr gespannt, ob sich das Urteil in etwa decken wird oder ob es was komplett anderes ist. Gerade der Publikumspreis entscheidet sich ja erst heute Abend. Hast du da schon einen Film im Auge, wo du sagen würdest, der kommt bei den Leuten auf jeden Fall an? Ich habe einen Film im Auge, möchte natürlich noch nichts dazu sagen. Freue mich ganz besonders auf den Publikumspreis und natürlich auch auf unseren Ehrengast Markus Knüffgen, der den Preis im Endeffekt überreichen wird. Und da sind wir einfach gespannt. Wie gesagt, wir haben beide ungefähr die gleiche Favoritenkette mit dabei. Das sind so zwei, drei Filme, die uns ganz besonders gut gefallen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch beim Publikum ganz besonders gut ankommen. Aber auch da lassen wir uns einfach überraschen. Wir gönnen es jedem. Also ihr merkt schon, es ist noch nicht so besonders viel aus den Beinen rauszukriegen. Wir warten jetzt einfach mal den Abend ab und sind weiterhin gespannt. Die Vorbereitungen im Schauspielhaus sind jetzt abgeschlossen und wir warten hier nur noch auf die ersten Besucher. Ja, was denn? Die sind da, wir sollten uns beeilen. Ja, okay, dann los. Wer seid ihr heute zum ersten Mal dabei? Ja, ich auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, du? Ja, auch? Ja, genau. Ich habe es in der Zeitung gelesen und dann habe ich rumgefragt, wer mitgehen möchte. Ja, das bin ich, weil ich vor 2 bis 3 Jahren auch noch gar nichts über die Existenz der WAM wusste. Ja. 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 Nee, wir waren letztes Jahr schon hier. Ja, bin ich. Und was erwartest du dir von heute Abend? Keine Ahnung. Ich bin einfach gespannt, was ich an Filmen sehe. Ja, lass uns ein bisschen überraschen. So richtige Erwartungen haben wir eigentlich gar nicht. Gehen halt eigentlich ganz gerne ins Kino und wollen mal gucken, wie das hier so ist bei Kurzfilmfestival. Ich erwarte einen Abend mit total spannenden Filmen, lustigen Filmen, interessanten, nachdenkenswerten Filmen. Einen kurzweiligen Abend mit euch. Ich möchte gerne sehen, wie die Kummers das Ganze gestaltet haben und freue mich drauf. Ich erwarte mir gute Stimmung, ich erwarte mir natürlich spannende Filme, eine Inspiration. Ich finde, das ist immer ganz toll, wenn man so neue Eindrücke bekommt und neue Gedanken der Filmemacher miterleben darf und die sich später auch im eigenen Kopf ein bisschen bewegen. Ja, das erwarte ich mir von heute Abend und natürlich Party. Und du hast das Gleiche wie letztes Jahr, super spannende Filme, viel Spaß mit Freunden und danach eine geile Party hoffentlich. Ja, viele coole Filme auf jeden Fall und weil ich jetzt auch im Oktober halt an der WAM studiere, würde ich mich auch freuen, so ein paar Studenten kennenzulernen. Ja, und ich, ich hoffe auch, dass viele interessante Filme auf uns zukommen werden und dass man halt Einblicke in die Gedanken der Filmemacher bekommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis vor, sagen wir 2 Wochen gar nicht wusste, dass es das gibt. Und dementsprechend erwarte ich mir heute eine Menge gute Unterhaltung. Ich hoffe auf den einen oder anderen, der sich hier bei uns verliert und auch ein bisschen Interesse zeigt und uns unterstützt. Und dass es alles ein schöner Abend wird. Oh, ich erwarte einen ganz spannenden Filmabend. Ich hoffe, dass der beste Film gewinnt. Sagen auch, wer gewonnen hat.
das muss auf jeden Fall was richtig Großes werden. Weißt du, die Leute erwarten ja auch was von uns. Alter, wir brauchen eine richtig geile Idee. Wir haben ja auch einen gewissen Ruf zu verteidigen. Muss echt was richtig, richtig Fettes werden. Willst du einen Kaffee? Wenn du einen fertig hast. Ja, klar. Wir müssen unbedingt... das Schauspielhaus dekorieren. Alter, stell dir Folgendes vor. Marmor auf dem Boden. Nussbaumhölzer an den Wänden. Kristallkronleuchter von den Decken. Mobiliar aus Elfenbein. Eine chinesische Bergziege. Was ziehen wir eigentlich an? Boah, ey. Nee. Dreh ich mal um. Also, zum Einmarsch. Wir haben eine Riesenbühne, ist klar. Weil es ist so ein richtiges Mega-Ding und Tänzerinnen obendrauf. Nackte Frauen, egal wie viele, jo. Hauptsache viele. Und wir brauchen auf der Bühne wilde Tiere. Ey, Elefanten und Albino-Tiger. Jo. Und ein Mega-Orchester im Hintergrund, was da richtig Terz macht. Die Big Band vom WDR. Na klar, auf jeden Fall eine richtige Big Band. Dann Mega-Scheinwerfer unter das der Decke. Das Kolosseum wird ein Witz dagegen. Jo. Ich will, dass mir ein Prominenter, ich will, dass Charlie Sheen mir ein Bier auf die Bühne bringt. Dann kriegen wir alles hin und dann kommen wir raus auf die Bühne. Ey, Glitzer überall, singende Engel, göttliche Fanfaren. Und Feuerwerk und Konfetti und weißt du, alles was dazugehört. Ich sag dir, die Masse wird vollkommen ausrasten. Wird gut. Wird richtig gut. Also der Pyrotechnik einfach mal ausprobieren. Ja, das ist eine Idee, warte mal. Das Feuerzeug. So, Moment. Da siehst du. So, guck mal her. Da haben wir uns irgendwie mehr von versprochen. Auch nicht so gesehen, wie es der Bühne. Ja, meine, können wir jetzt irgendwie in der Kürze der Zeit auch nichts mehr daran ändern. Müssen wir so durch. Meine Damen und Herren, von unserer Seite aus einen schönen guten Abend zum XXS 2014. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich finde irgendwie nur, es ist noch ein bisschen dunkel hier drin, ne? Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle mal Ihre Unterstützung. Wir müssen da irgendwie das Licht anklatschen. Können wir mal einen riesen Applaus von Ihnen haben? Ja. Das hat jetzt eher so semi-gut funktioniert. Mag daran liegen, dass da wirklich eine Sicherung raus ist, eine Hauptsicherung, ein Hauptschalter. Wir können jetzt schon mal sagen, sie sind definitiv das beste Publikum, das das XXS jemals hatte. Und auch das Bestaussehende, das können wir trotz der etwas niedrigen Lichtverhältnisse trotzdem sagen. Wir brauchen trotzdem nochmal Ihre Unterstützung. Wir probieren das einfach nochmal auf drei, alle komplett ausrasten. 1, 2, 3. Oder echt voll hier, guck mal an. Ne? Sie sind wirklich ein fantastisches Publikum, denn wir können Ihnen mal was verraten, das mit dem Licht hätte auch ohne Ihre Mithilfe funktioniert. Wir haben nämlich eine Technikerin, die das für uns anmacht. Kurzer Test, bauen wir mal aus. An. Aus. Und mal an. Ist ganz einfach, aber Sie sind ein fantastisches Publikum, denn Sie gehen auf jeden Fall mit, komme was wolle. Das wird Ihnen am heutigen Abend noch sehr, sehr zugutekommen.
Programm ist jetzt fast zu Ende und die Besucher gucken noch alle ganz gebannt zu. Wir machen uns jetzt aber schon mal raus auf den Weg vor den Saal, damit wir gleich auch alle abfangen können, wenn sie herauskommen. Der offizielle Teil des Abends ist jetzt schon fast vorbei und gleich kommen hinter mir aus der Tür die ganzen Besucher raus. Ich will natürlich erstmal wissen und hören, wie es ihnen gefallen hat. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, eigentlich heute Abend hier zu sein, weil es ein reiner Zufall ist. Und ich hatte nicht gedacht, dass Kurzfilme so kurzweilig sein können. Auch ich hätte die gleiche Wahl getroffen. Erste, zweite fand ich sehr klasse. Und auch den Publikums-Joker, der am Ende kam, fand ich toll. War ein schöner Abend hier. War super, war schön, habt ihr echt gut gemacht. Also ich bin ja auch ehemaliger WAMS-Student, habe das damals schon immer mitgekriegt und steigert sich auf jeden Fall jedes Jahr, wird immer ein bisschen professioneller und die Filmauswahl fand ich dieses Jahr echt sehr, sehr gut. Auch zufrieden mit der Preisvergabe? Absolut, oder? Absolut. Also für mich hätte Aleric ruhig auch den Publikumspreis noch gewinnen können, aber Coming Out kommt auf jeden Fall gut klar damit, also gut. Ja, es war ein toller Abend, wir haben super Filme gesehen und ich würde auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederkommen. Ja, wir wollen nächstes Jahr wiederkommen. Ja, also ich fand es total überraschend. Ich bin das erste Mal hier gewesen und war sehr überrascht von der Auswahl der Filme. Es war so für jeden was dabei. Es war so nicht langweilig oder irgendwie eingeschläfert oder so, sondern es war wirklich spritzig, tolle Berichte dabei, tolle Filme und wie gesagt, eine richtig gute Mischung. Die Veranstaltung ist vorbei, die Gewinner sind gekürt und bei uns sitzt jetzt die Jury. War es denn jetzt schwer, einen gemeinsamen Preis zu finden, also einen Gewinner zu finden? Nein, eigentlich nicht. Es ging für uns eigentlich nur noch um die Reihenfolge. So. Und da haben wir, nachdem wir sehr leidenschaftlich diskutiert haben, jeden Film sehr auseinandergenommen haben, eigentlich innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht dann doch die Reihenfolge festlegen können. Genau. Bei mir auf der Seite sitzt ein ehemaliges Jurymitglied, heute unser Special Guest, Markus Knüfken. Wie war es denn heute Abend, einfach mal im Publikum zu sitzen? Das war sehr angenehm, einfach mal das auf mich wirken zu lassen, war ja dann auch für mich alles neu, was ich heute Abend gesehen habe. Und ich finde, dass die Jury eine sehr gute Wahl getroffen hat. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Also speziell, was den Siegerfilm angeht. Und auch mit dem Publikumspreis, den du ja letzten Endes dann verkündet hast, warst du da auch absolut zufrieden? Ich bin mal ganz ehrlich, ich habe einen anderen, aber auch einen sehr unterhaltsamen Film, darf ich mal sagen, welcher das war, auf den Hund gekommen. Der hat mir sehr gut gefallen, als Schauspieler sehr gut gefallen, weil ich fand da wirklich die Leistung der Schauspieler spitzenmäßig sehr, sehr gut. Ich fand die Wendungen auch sehr, sehr gut, weil man dachte immer, ich weiß, wo der Hase, der Hund langläuft. Und dann hat sich das doch wieder ein bisschen gedreht, ein bisschen geändert und ich mag so Geschichten von so Leuten, die eigentlich so Loser sind und ganz am Ende aber eigentlich irgendwie doch wie ein Gewinner dastehen. Was waren denn eure persönlichen Highlights jetzt unter den Filmen, die vielleicht nicht unter die ersten drei gekommen sind? Also ich persönlich mochte noch den Heinrich Schafmeister sehr, in dem Herr Jakob, wollte ich schon sagen, und das Huhn. Das ist insofern eine schöne Geschichte, diese Normalität des Wahnsinns. Man macht selber manchmal so verrückte Dinge und sagt dann irgendwie, ja, alle anderen irgendwie verstehen das gar nicht, was ich da treibe und so. Und landet dann vielleicht mal bei einem besten Freund, der einem sagt, du, glaube ich, du brauchst mal eine Auszeit, Alter. Ja, merkwürdige Aktion, aber ich glaube, kann das nachvollziehen. Es ist interessant, was wir für so Sachen gefunden haben bei den Filmen, die wir eigentlich sehr mochten. Bei mir ging es halt dann zum Beispiel bei dem Schafmeister-Film so, dass mir bestimmte Schnitte einfach nicht, die waren mir nicht prägnant genug. Und viele Sachen wurden auch ausgesprochen. Ganz einfaches Beispiel, die Sache mit dem Psychiater hätte ich minimiert. Ich hätte den Begriff Psychiater gar nicht genommen und wir alle waren uns auch einig, dass man vorher hätte rausgehen können. Gar nicht dieses Rausschieben. Das sind manchmal so kleine, feine Nuancen und die haben dann genau dazu geführt, dass wir die drei anderen eben favorisiert haben. So ist es manchmal im Leben. Dein persönlicher Favorit? Nee, mein persönlicher Favorit ist auf 1 gekommen. Nee, es gibt so Momente, so ich habe es vorhin versucht auf der Bühne zu sagen, ich finde, man muss immer Gründe finden, warum man Kunst macht, egal wie die Kunst, bildende Kunst, darstellende Kunst, Film, whatever. Da in dem Film merkt man einfach, ohne dass es diesen Abspann hinterher gibt, all den jungen Soldaten gewidmet, die für irgendwelche Gründe, die unnütz erscheinen, sterben.
Und man merkt einfach dieses, das persönliche Schicksal daran, einfach nur, wenn der Enkel die Finger des Großvaters irgendwie hebt und die einfach nur niederfallen und er das nochmal versucht. Und eigentlich ist in der Wiederholung schon, man merkt diese Vergeblichkeit und das ist zutiefst traurig und berührend. Und das ist so, das sind Momente, die mich sehr berührt haben und für die es sich dann lohnt, drei Stunden Film irgendwie anzusehen, wo für meine Begriffe viel dabei ist, was ich nicht anschauen würde. Gab es denn so einen bestimmten Moment heute oder eine Szene, die du gesagt hast, die bleibt jetzt kurz oder die bleibt jetzt einfach in Erinnerung? Ja, dann kann ich eigentlich wieder auch nur auf den Siegerfilm zurückkommen, weil das auch so ein Moment war. Also auch ohne dieses Schlusswort sozusagen, das nochmal erklärt wurde, dass es um Krieg geht und warum es immer noch Kriege gibt, dass mich das auch einfach wahnsinnig getroffen und berührt hat. Und ich hatte auch eigentlich so ein bisschen im Witz vorher gesagt, worauf bist du heute Abend gespannt oder was verlangst du von Filmen? Ich habe gesagt, dass ich berührt werde. Das ist ja immer so eine Floskel, die man so rausschmeißt. Aber schlussendlich geht es genau darum, dass was so einen wirklich hier trifft und auch da haften bleibt. Und das war bei dem Film einfach vorhanden. Dankeschön. Bei uns sind jetzt die Gewinner einmal vom Amnesty International Preis und vom Publikumspreis. Wie fühlt ihr euch denn jetzt? Glücklich, total happy. Also. Alles wunderbar, man kann sich nicht beschweren. Ja. Wir sind sehr stolz. Klar. Schön, ja, super. Das ist schon mal gut. Wie lange haben denn jetzt so aufgeteilt die Arbeit an den Filmen gedauert? Also wie lange habt ihr gebraucht? Das ging eigentlich relativ schnell. Wir haben so, ich würde sagen, 2 Monate gebraucht, vom Drehbuch bis zum entstandenen Film. Und der Film wurde genau vor einem Jahr, an diesem Wochenende, genau vor einem Jahr gedreht. Jubiläum! Ja, hat sich ja gelohnt. Wie war es denn bei Business as Usual von der Drehdauer her? Es von der Drehdauer, also im Endeffekt haben wir 3 Tage gedreht. Aber wir haben sehr, sehr viel Vorbereitung gehabt, weil wir halt 80 Komparsen hatten, ultra krass viel Kamera-Equipment und Licht und im Studio Babelsberg gedreht haben in diesem Flugzeug. Das war so viel Logistik, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben, um das alles so, also und auch die ganze Finanzierungskiste hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ja. Aber es hat sich definitiv gelohnt, muss man ja sagen. Gerade beim Publikumspreis, ich glaube, ihr wusstet es ja vorher, dass ihr ausgezeichnet werdet. Publikumspreis war ja absolute Überraschung. Oder war da vielleicht noch irgendwo so die Hoffnung, oh, da geht heute Abend was? Ja, die Hoffnung ist natürlich immer da. Und ja, aber es war trotzdem eine große Überraschung, also auf jeden Fall. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut. Also, hier finden jetzt schon die Abbauten statt und wir werden jetzt mal gucken, ob wir da irgendwie noch helfen müssen. Und ansonsten werden wir jetzt auch mal die Sektkorken knallen lassen.